Jeder von uns weiß, dass es unserem Planeten gerade nicht gut geht. Die Natur zerstört wird, Tier- und Pflanzenarten aussterben, Lebensraum schwindet. Und obwohl wir eigentlich alle Bock haben, was zu machen, haben wir diese Stimme im Kopf, die uns daran hindert und uns sagt, wir können doch eh nichts, das bringt doch alles nichts, das muss irgendwie im viel größeren Maßstab passieren. Trotz diesen Zweifeln habe ich mit meinen Freunden das letzte halbe Jahr komplett Vollgas gegeben und wir haben versucht, das Vogelsterben aufzuhalten. Das hier ist das Video, was mein früheres Ich gebraucht hätte, um endlich die Power und Motivation zu kriegen, rauszugehen und anzufangen, was zu verändern. Ich nehme euch jetzt mit in dieses Abenteuer, erzähle euch, wie wir fast angezeigt wurden. Also weißt du, das sind einfach Leute, die haben zu viel Kohle, die haben nichts zu tun, die haben keine... Ja, gab Stress. Warum wir in Spanien halb krepiert sind. Das ist wirklich die Hölle. Und kurz vorm Heulen. Warum die ganze Aktion mehrmals fast gescheitert wäre. Bitte nicht bei uns. Nicht bei euch? Nein. Vor allem nicht einfach ohne zu fragen. Und bitte mach auch keinen Film von mir jetzt hier. Das wird ein Mist. In diesem Sinne, save the birds, Freunde. Let's go. Save the birds. Save the birds. Wir retten jetzt die Welt. An euch liegt es, unter Umständen jetzt vielleicht das Ruder doch noch rumzureißen. Und noch eine. Die Frage ist ja jetzt, warum müssen wir denn die Vögel überhaupt retten? Also was jucken mich die Vögel und was ist das jetzt hier für eine random Aktion? Es gibt im Ökosystem sogenannte Schlüsselspezies, von denen ganz viele andere Tier- und Pflanzenarten abhängig sind. Kurz gesagt, wenn von heute auf morgen alle Vögel weg wären, würde unser Ökosystem komplett kollabieren und zusammenbrechen. Hier würde es ganz anders aussehen. Leider sind wir halt schon auf einem guten Weg dahin. Wir haben in den letzten 200 Jahren schon über 80% der Vögel verloren. Das sind hunderte Millionen Tiere weniger. Ein paar Vogelarten sind schon komplett ausgestorben. Auch wenn du dich mit diesem Thema noch nie beschäftigt hast und dich das eigentlich überhaupt nicht interessiert, sehe dieses Video jetzt hier als Challenge. Ich sag nach diesem Video, liebst du Vögel? Es sind so goldige Lebewesen, die einfach einen Platz auf diesem Planeten verdient haben. Und es jetzt leider an uns liegt, ob es diese kleinen Kollegen in Zukunft hier auf diesem Planeten noch geben wird oder nicht. Nach diesem Film weißt du auf jeden Fall, was abgeht und was du tun kannst, um das Sterben aufzuhalten. Skü, skü. Im Kleinen habe ich die Save the Birds Aktion vor einem Jahr schon mal probiert, wo ich ein Video gemacht habe und die Menschheit dazu aufgerufen habe, die Vögel zu retten, Nistkästen aufzuhängen, zu füttern, Blumen zu pflanzen. Das hat auch schon echt gut funktioniert. Zigtausende von euch waren mit am Start und haben angefangen, was zu machen. Leider konnten wir damit natürlich das Sterben noch nicht komplett aufhalten. Kurz vor Weihnachten hat mich dann mein bester Kumpel Noah angehauen. Er macht eine Fahrradtour in Südspanien. Ich wollte aber eigentlich meine Vogelschutzaktion starten und so habe ich überlegt, wie ich das irgendwie connecten kann. Mir kam dann sehr spontan die Idee, die Fahrradtour wie so zu einer Art Spendenlauf zu machen. Also habe ich auf übelsten Struggle-Modus versucht, Firmen zu finden, die Bock haben, das zu supporten. Ich habe dann Eva gefunden, die machen Rucksäcke und Fahrradtaschen. Die haben echt noch gesagt, sie steigen mit ein, haben uns mit Stuff ausgestattet und dann sind wir kurz nach Weihnachten los darunter. Ballern. Wir hatten 10 Tage Zeit, um mit dem Fahrrad so viele Kilometer wie möglich zu fahren, um Geld für unsere Vogelschutzaktion zu sammeln. Da bei uns kurz nach Weihnachten nicht so das perfekte Wetter für eine Fahrradtour war, planten wir die Reise an einem Ort, wo laut Wettervorhersage 25 Grad und Sonne sein sollten. Südspanien. Wir haben Spanien einfach komplett unterschätzt. Wir dachten uns ja, wir fahren da in einem Ritt durch. Leider ist dann nach 17 Stunden Fahrt nachts um 2 unsere Karre kaputt gegangen. Digga, hast du es gehört? Ja. Wo bin ich jetzt eigentlich hingefahren? Raus. Sie werden jetzt mit der zuständigen Notrufstation verbunden. Und da standen wir dann in den Weihnachtsfeiertagen und mussten dann irgendwie eine Werkstatt klar machen. Diese Tour war die krasseste Grenzerfahrung, die ich bis jetzt hatte. Am zweiten Tag waren meine Knie schon komplett am Arsch. Ich hatte übelste Schmerzen. Digga, ob das jetzt was wird heute Nacht? Ich hatte Kreislaufzusammenbruch. Oh, Digga, fuck. Jetzt gar nicht gut. Trotzdem haben wir nicht aufgegeben und uns weiter durchgeschlagen und durchgebissen und haben echt auch krass coole Sachen erlebt, coole Leute kennengelernt. Screw my brother. La, hola, no, hola. Soy un Marroquín. Das sind die kleinen Probleme eines Radreisenden. Ja, pumpen, pumpen, pumpen. Weißt du, ich schwitze, wie viel ich jetzt schon gepumpt habe. Wenn ihr genau wissen wollt, was wir da alles erlebt haben, es gibt eine 4-teilige Serie von der Tour. Zum Glück haben wir den Trip überlebt und sobald ich wieder zu Hause war, habe ich weiter nach Sponsoren für die Save the Birds Aktion gesucht und habe aber auch gemerkt, dass ich eigentlich noch viel zu wenig über dieses ganze Thema weiß. Ich wusste, dass die Vögel aussterben und dass man denen irgendwie helfen kann, wenn man Nistkasten aufhängt oder so. Aber das war es am Ende auch schon. Also habe ich angefangen zu recherchieren und habe mich mit Menschen connected, die da wirklich Plan haben. Die erste Person, mit der ich gequatscht habe, war die Hannah, die auch bei Seven vs. Wild mitgemacht hat. Die beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Vögeln. Nee. Was? Ach Gott. Also mit den Tieren und fotografiert die und kennt sich da richtig krass aus. Okay, dann bin ich jetzt mal ein richtig professionelles Interview. Schon, oder? Wenn wir anfangen,
einen Garten zu pflanzen, wo wir eine kleine Wiese lassen, stehen lassen, wo einfach Wildblumen wachsen, wo dann Insekten drin wohnen, Bienen, alles Mögliche, dann hilft das im Umkehrschluss eigentlich auch unserer Vogelwelt. Man braucht eine Frustrationstoleranz. Nur weil ich jetzt einen Nistkasten aufhänge, heißt nicht, dass in der nächsten Saison oder noch in derselben da sofort was drin ist. Man muss dem ein bisschen Zeit geben. Und das Beste ist übrigens, die schon im November aufzuhängen oder beziehungsweise im Herbst. November ist eigentlich eine gute Zeit, weil wenn die zum Beispiel im Winter den Nistkasten als Schlafplatz nutzen und es ihnen dort gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sie das dann auch im Sommer nutzen. Wichtig ist zu verstehen, wir müssen nicht alles richtig machen. Darum geht's gar nicht. Wir müssen, also ich glaube, oft wird immer verlangt bei allen möglichen Themen, dass wir immer alles zu 100% richtig machen. Nö, kleine Schritte. Wenn ich einen Teil dazu beitrage, dann mache ich ja schon ein bisschen was und das ist besser als gar nichts. Respekt vor sein, genau. Und dankbar sein, dass sie da ist. Ja, voll. Danke für die Information. Save the birds. Dann hatte ich das Glück und es hat mich wirklich richtig gefreut, mit einer lebenden Legende zu quatschen. Wir fahren jetzt 3 Stunden zu einem richtig krassen Typ. Professor Dr. Peter Berthold. Ja, ich würde sagen, der krasseste Vogelforscher, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Und es gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Seriosität. Sagt man das so? Seriosität? Weiß ich auch nicht. Hast du gehört? Wieso quietscht schon wieder? Dieser Dude ist 85 Jahre alt und hat sich sein ganzes Leben mit diesem Thema beschäftigt. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Kollege. Einfach ein Ehrenmann. Wenn euch dieses Thema auch nur ein bisschen interessiert und ihr wissen wollt, warum ich mir diesen ganzen Hässel gegeben habe, gönnt euch dieses Gespräch mit dem, da gibt es auch ein Video zu. Damals wollte ich deshalb keine Vögel retten, weil so um 1950, 1955 rum, brauchte man sich um die Vögel bei uns im Grunde genommen gar keine Sorgen machen. Also da war denn noch, ging's das war dann, gar nicht auf der Agenda, dass denen nein, irgendwie schlecht geht. Solche Worte wie Umweltschutz, Artensterben und so, die gab es ja alle noch gar nicht. Das war noch eine, sagen wir mal, fast goldene Zeit. Und all diese ganzen schlimmen Dinge wie Wegsterben, Aussterben und so weiter, das kam eigentlich alles erst viel später auf. Also damals konnte man... Viel später, das sind ein paar Jahrzehnte. Es ging bereits... Also schon krass, wenn man sich überlegt, wenn ja, bei dir als Kind noch alles normal war und die, jetzt da war ist die so Welt, alles ausgestorben. Da war, das war noch eine heile Welt. Aha. Und richtig los ging es dann in den 60er Jahren. Mhm. Und ich will da mal ein paar Zahlen dazu nennen, die das ganz krass verdeutlichen. Wir haben seit 1800 ungefähr 80% der einstmals in Deutschland vorkommenden Vogelindividuen verloren, seit 1800. Und davon haben wir verloren von 1800 bis 1950 ungefähr 15%. Die Kurve ging ganz allmählich runter und dann ab den 1950er, 60er Jahren sturzbachartig in die Tiefe. Wir leben jetzt mit einem sozusagen mit einem Bodensatz von verbliebenen 20% der ehemaligen Vogelindividuen und die nehmen aber weiterhin ab. Die Abnahme betrug in der Zeit, als es dann richtig schnell ging, ungefähr 1% pro Jahr. Mhm. Und diese Geschwindigkeit haben wir auch jetzt noch. Oh, shit. Die ist immer noch ungebremst. Wo ist denn der Haken an der Sache? Warum ist denn jede einzelne Tierart so wichtig? Jede, wenn man die einzelnen Arten, ihre Biologie näher erforscht, findet man bei jeder Art irgendwelche Verbindungen zu anderen Arten oder zu anderen Pflanzen, wo sie wichtige Funktionen ausübt, sei es als Bestäuber, als Vernichter, als Schädlingsbekämpfer und so weiter und so fort. Also es gibt keine Tier- oder Pflanzenart, wo man sagen kann, die wäre sozusagen entbehrlich. Und nochmal zu der Frage, ob Vögel wichtig sind oder nicht. Dazu ist ein fantastischer, wenn auch ganz hässlicher, furchtbarer Versuch gemacht worden, und zwar von Mao Zedong, der chinesische Staatsmann damals, Staatsoberhaupt, der oberste Boss von China war. Kam Hungersnöte auf. Die Chinesen haben sich ja unheimlich vermehrt. Mhm. Und allmählich wurde die Nahrung für die Chinesen knapp. Und vermehren ließ die sich nicht einfach. Dann hat er sich überlegt, wenn es uns gelänge, die Schädlinge wegzubekommen, die uns Nahrung von den Feldern fressen, dann die blieb mehr... Die ganzen nervigen Insekten. Zum Beispiel, dann blieb mehr für die Menschen übrig. Und zwar hat er Folgendes gemacht, sogenannte Spatzenkampagnetage. Da mussten alle Chinesen ihre Häuser verlassen, mussten ins Freie raus, tagsüber, von morgen... Im ganzen Land. Im ganzen Land. Vom Hellwerden morgens bis zum Dunkelwerden abends, kann man übrigens sich im Internet anschauen. Mhm. Spatzenkampagne Mao Zedong, da sind sogar die Schwarz-Weiß-Filme zu sehen aus der damaligen Zeit. So, die Chinesen sind also raus und die mussten von morgens bis abends mit Töpfen und Pfannen und Ziegeln und so weiter und Trompeten, Posaunen, was sie alles hatten, so einen Lärm machen, dass alle Vögel, die irgendwo gesessen haben, aufgejagt wurden, aufgeflogen sind. Und durch den Lärm wurden die in der Luft gehalten. War in China ja kein Problem, weil es stand ja sowieso fast überall ein Chinese, weil das so dicht besiedelt war.
Und dann wurden die Vögel so ermüdet, dass sie zum Schluss entkräftet vom Himmel fielen und von den Chinesen aufgegriffen werden konnten. Die sind alle auf Lastwagen geschmissen worden. Da, im Internet kann man sich das sehen, wie da Lastwagen fahren, die voll mit Leichen von kleinen Vögeln sind. Am Ende haben die Chinesen fast 2 Milliarden Spatzen getötet. Da wurde also alles ausgerottet an Spatzen, an Meisen, an Schwalben, was da war. So, und Versuch ist also hundertprozentig gelungen, aber... Also alle Vögel gekillt? Oder den Großteil. China war im Wesentlichen vogelfrei. Also der Versuch war gelungen und jetzt kam das große Aber. In den nächsten Jahren sind insgesamt 40 Millionen Chinesen verhungert. Alle, die die Vögel aufgescheucht haben, oder? Und zwar, weil die Vögel natürlich nicht nur die Körner gefressen haben, sondern auch ganz viele Schadinsekten, die den Körnern zugesetzt haben. Und plötzlich waren die biologischen Schädlingsbekämpfer alle weg. Und die Chinesen sind heute noch bemüht, ihre Vogelbestände wieder anzuheben und zum Teil sogar anzusiedeln, um dieses Vogelloch wieder aufzufüllen, damit das Ökosystem wieder einigermaßen in Ordnung kommt. 40 Millionen? 40 Millionen. Ja. 40 Millionen. Das hat er sich nicht so vorgestellt, oder? Nein, das hat sich niemand so vorgestellt. Und das zeigt uns, dass Vogelschutz also nicht nur ein ästhetisches Problem ist, sondern für uns eine absolute Überlebensversicherung. Ja. Wir können heute sagen, wenn wir das so weiterwirtschaften wie jetzt und die letzten 20% von Vögeln auch noch ausrotten oder wenigstens einen großen Teil davon, dann wird es für uns Menschen mit dem Überleben sehr eng. Da kommen wir was ich mir gedacht habe, so die Natur ist, der ist das am Ende ja egal. Der Natur dann sterben ist die Arten aus, dann entstehen wieder neue. Der Natur ist es völlig egal. Ja. Unser Plan, wir leben halt dann irgendwann auf einer Staubwüste. Oder? Ganz genau. An euch liegt es unter Umständen jetzt vielleicht das Ruder doch noch rumzureißen. Leute, ihr müsst checken, man heilt das alles, man wird wieder gesund, man wird positiv, man ist wieder gut drauf, wenn man einfach rausgeht und einen beschissenen Nistkasten aufhängt. Absolut. Und sich damit absolut beschäftigt und merkt, okay, ich kann hier in meinem kleinen... Jede Stunde in der Natur... die man, und vor allen Dingen, wenn man noch dann für die Natur was tut, was Positives tut, ist das beste Heilmittel, was es auf der Welt gibt. Und man trägt dazu bei, den Planeten zu erhalten und ganz, genau ja, das, wovor man so Angst hat, zu verhindern. Ganz genau, ja, absolut. Jetzt waren alle Zweifel weg. Ich war einfach nur noch fest davon überzeugt, ich muss das Vogelsterben aufhalten und diesen kleinen Wesen helfen und irgendwie eine Stimme geben. Ich fand in kürzester Zeit nochmal 3 Sponsoren. Die eine habe ich besucht, das war Laura Marlina Seiler, eine richtig coole Frau, die Podcasts macht und sich auch einfach viel mit dem Leben und wie wir gesünder leben können und so beschäftigt. Könnt ihr euch mal reinziehen, da ist auch eine Podcast-Folge entstanden, ist unter dem Video. Die war direkt auch so hyped, dass sie auch gesagt hat, ich bin auch mit dabei. Dann habe ich den Nabu-Shop noch gewinnen können, weil ich habe mir überlegt, okay, wo kriege ich denn jetzt gutes Vogelfutter und Nistkästen und so her? Es braucht den Stees, die sind dann auch kurzfristig mit eingestiegen. Und Turm Baumarkt, mit denen ich auch schon länger zusammenarbeite, die waren auch direkt mit dabei. Insgesamt hatte ich jetzt also 4 Sponsoren. Und so haben wir von jedem Sponsor 5.000 Euro für die Aktion gekriegt. Was bedeutet 20.000 für die Save the Birds Aktion. Während wir auf die Bestellungen gewartet haben, konnte ich nicht stillsitzen und bin bei einem Kumpel von uns in die Schreinerei und habe mir gesagt, ich baue jetzt hunderte Nistkästen, die ich dann verschenke und überall aufhänge. All this money, money, money coming to me. No handouts, I really had to do it for me. Watch me work. You ain't hit it, but you never gonna stop me. Yellow cloud, really can't block me. Pipe down like a deer. Warte! Alter, nicht! Geh zweimal! Oh, das geht schon! Nein, die rutschen hier runter! Das geht auf gar keinen Fall! Alter! Was macht ihr denn? 36. Ein Edelkasten. Schau mal, wie geil hier mit Dach, hier mit Dachschräge das Wasser ablaufen kann. Wie perfekt das passt. So geil, Alter. Malermeister Schöning ist jetzt am Start und zeigt euch jetzt, wie das geht. Was los, Digga? Ich gebe alles dafür. Was machst du, Digga? Ja, ich hole erstmal die Platten jetzt. I was up late working early just to make the dream become real. Pain was the motivation, gave me something that I could feel. Don't complain about what you hate if you ain't been working that field. Everybody wanna be the man, but they ain't really made of steel. Got power. Er hat seinen ersten Vogelkasten. Ja, mein Junge! Wie edel kann was sein? Nice. Meine Brille. Immer wieder hier. Morgen früh bauen wir weiter. Okay, erstmal hier guten Morgen.
Tag 2 der Nistkastenbau-Action. Es geht doch nicht los. Die Challenge ist, wer baut am schnellsten einen Nistkast zusammen? Die Zeit startet jetzt, oder? Los! Wirklich? Ist jetzt los? Ja. Warte, ich hab da keine Pfeile, Mann. Digga, hier ist jetzt schon Spalt und jetzt muss man hier rein, oder? Ah, ich hab Stress, Junge, ich hab Stress. Hä? Fertig. Oh. Runde 2 Nistkasten-Contest. Seid ihr ready? Nein, wir sind ein 3, 2, 1. Nein! Na, Leute, mein Bohrer ist leer. Fertig. Scheiße. Glaub ich nicht. So. Boah, es wird langsam ein Berg. Alter. Der letzte Schritt für die Nistkästen ist der Brandstempel. Der kommt jetzt noch hier vorn drauf und dann ist jetzt dieses Kasten komplett sozusagen. Es kommt doch auch fett, oder? Alter, es ist geil, Mann. So, jetzt dann auf den Hänger und dann ab zum Schleudern. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Relativ schnell feststellen müssen, dass ich es gar nicht schaffe, 100 Nistkästen zu bauen. Also wir haben da 3 Tage lang gebaut und hatten dann so knapp 60 Nistkästen. Plan B war dann, ein Kumpel von uns hat in der Tschechei eine Werkstatt, der baut für uns so Skateparks. Der hat dann, während wir bei uns weitergemacht haben, auch angefangen, Nistkästen zu bauen. Birdhouse is everywhere in here. More over there. More over there. Yeah, man. This is all we have left, so they're gonna be ready to ship out here in the next couple of days. Nächster Step war zum Baumarkt. Wir sind da mit einem fetten Anhänger hingefahren und haben gefühlt den Baumarkt leergeräumt. Ich will so Kisten holen, wo wir das Futter und alles reinmachen können. Und dann kann man den Leuten so eine ganze Kiste mit Stuff schenken. Nehmen wir das ganze Regal mit? Ja. Räumt den ganzen Laden leer. Das ist die zu groß. Wenn man jetzt an der Tür klingelt, sagt hier, wir haben ein bisschen Futter für euch. Ich glaube aber, dass wir noch mehr Futter brauchen. Und er rödelt auch. Alle Nistkästen, die wir bestellt haben, wir haben jetzt 256 Nistkästen, lassen wir gerade produzieren. Und der Produzent kann leider die Beasties-Stempel nicht vorne drauf machen. Das heißt, das müssen wir jetzt noch in ein paar Nachtschichten machen. Essbare Sträucher sind auch der Hammer für die Vögel. Zum einen blühen die halt für die Insekten, locken für die Insekten an, das ist auch wieder Futter. Und die Früchte schmecken den Vögeln dann auch. Also pflanzt ganz viele essbare Sträucher wie Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren. Das ist richtig geil. Und hier gibt's sogar alles Bio. For boy. Der Anhänger ist fast voll geworden. Aber ich muss dazu sagen, wir haben daheim ja schon den kompletten Anhänger. Plus unsere Nistkästen. Wir werden wahrscheinlich gar nicht alles mitkriegen mit einer Fahrt. Am Tag drauf kam die Lieferung vom Nabu-Shop. Das war wie 100 Mal Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden nur Pakete ausgepackt. Das ist eine von 3 Paletten, die hier angekommen sind. Mit Vogelfutter, Nistkästen und Stuff. Reißen wir es einfach auf, oder? Ja, ich habe keine Messer. Geht auch hier. Oh, yo. Futterboy, die Fische. Erdnussfettblock. Pflanzliche Fette und Erdnüsse. Das ist vegan, Digga. Peanut Butter. Proteinriegel. Ja, Nüsse. Scheiße, das schmeckt eigentlich voll gut. Jetzt isst du es einfach alles auf. Das schmeckt mega. Digga. Junge, das ist Qualität. Das ist alles vom NABU geprüft. Felix ist Deutschlands bester Paketöffner. Der Schnitt war zu weit unten. Alter! Yo, weißt du, es ist ein Starnistkasten, Digga. Geil. Ja, das ist schon cool. Ich habe mir gedacht, die Fledermäuse, die sind, hat niemand auf dem Schirm, aber die sind auch übelst krass. Krasse Tiere und wichtig und sterben auch voll aus. Dann haben wir es alles sortiert und gepackt und in Kisten abgefüllt. Weil der Plan war eben, einen Hänger voll zu machen, damit dann loszufahren, an Türen zu klingeln und es an irgendwelche Menschen zu verschenken und die dadurch zu sensibilisieren und zu motivieren, was für die Vögel zu machen.
dann kommst du so zu den Leuten und sagst du, hier, willst du 25 Kilo Futter haben und noch 50 Meisenknödel drauf? Was sagst du? Das kommt alles bei dir im Garten. Ja, ja, sicher. Müsli, Müsli ja. Dafür. Hallo. Mehr können wir den Hänger nicht laden. Wir haben jetzt schon den Hassel, dass wenn wir an irgendwas dran wollen, dass wir alles rausräumen müssen. Das ist so krass, Mann. Mir fällt es schwer, das alles in einen Rahmen zu kriegen, weil das so viele Sachen parallel waren, die da passiert sind. Seit 2 Jahren bin ich so ein bisschen in dieser Social-Media-Welt drin. Da habe ich parallel die Save the Birds-Aktion nämlich auch gestartet. Ich habe ein Ankündigungsvideo gemacht, wo ich meine Community und alle motivierten Menschen dazu auffordere, ey, macht mit, lass uns die Vögel retten. Ich will das Vogelsterben aufhalten und ich brauche deine Hilfe. Ich kann einfach nicht weiter zuschauen, wie unser Planet kaputt geht und eine Art nach der anderen ausstirbt. Deswegen geht die Save the Birds-Aktion jetzt in die 2. Runde. Während ich hier mein Ding gemacht habe, ging in der Welt draußen die Nummer nämlich auch schon los. Und ich versuche auch dieses Jahr bei der Aktion so viele Influencer und Creator wieder mit ins Boot zu holen wie möglich, weil die halt auch viele Leute erreichen. Ein Teil der ganzen Nistkästen und Futter und so verpacke ich in fette Pakete und schicke das den ganzen Leuten. Ich schätze, insgesamt schicken wir wahrscheinlich so an 20, 30 Creator Pakete raus. Ich habe vor einer halben Ewigkeit mal auf Vogelsterben aufmerksam gemacht. Allein in Deutschland ist die Anzahl der Vogelindividuen in den letzten 60 Jahren knapp um 300 Millionen gesunken. 300 Millionen. Das ist so krass. Gerade ist das Video zur Save the Birds Aktion online gegangen. Da bin ich natürlich mit dabei und habe hier einen Nistkasten gebaut. Geht wirklich super einfach. Save the Birds. Die Vögel sterben aus. Und deswegen werde ich und Dima und Andy jeweils ein Vogelhäuschen bauen. Und ihr entscheidet, was das Schönste sein wird. Ich werde zu einem Bienentypen, der sich aber gerade für Vögel einsetzt. Habt ihr schon von Save the Birds gehört? Ihr kennt bestimmt den Bienenmann und er hat mir eine Sprachnachricht gesendet. Als ich das Video von Beasties gesehen habe, kam ich ein bisschen ins Grübeln und wollte unbedingt was gegen das Aussterben der Vögel tun. Die meisten Vögel sterben nämlich, weil sie keine Nahrung mehr finden. Sad Story, Leute. Unseren Vögeln geht's richtig dreckig, aber hier kommen 3 Sachen, die wirklich jeder machen kann. Zum Beispiel Wassertränken aufstellen, am besten katzensichere, wie hier auf so einem Stab. Ihr seht schon, ne? Was fällt euch auf? Hallo, hallo, hallo. Quentin hat uns ein paar Vogelhäuser geschickt. Ja, geil, geil, boom, Leute. Ich habe gerade Haferflocken gefunden und da dachte ich mir, oh, müssen wir mal die Vögel retten gehen. Wir alle können einen Teil dazu beitragen. Und das finde ich einfach so cool, dass wir alle so ein bisschen in Handlung kommen können. Und deswegen bauen wir jetzt Häuschen. Ah! Kussbeasties. Das ist so ein Nistkasten, also da soll man kein Futter reintun. Stabil. Vor ein paar Wochen hat Quentin mich angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich Bock habe, bei dieser Aktion mit dabei zu sein. Ich habe mir das angeguckt und ich dachte, das ist mega cool. Klar, sehr gerne, aber ich kann nichts. So, ich helfe gerne. So leicht kann man was für Vögel tun. Das ist voll cool. So, Jungs und Mädels, wer will einziehen? Und das werden wir jetzt machen, und zwar im Rahmen der Aktion Save the Birds. Das ist ein Riesenproblem, an dem wir dringend arbeiten sollten. Ich bin kein Vogelexperte, aber laut einer flotten Recherche ist so eine Halbhöhle eine gute Sache für die Vögel. Quentin baut Nistkästen, ich schreibe Gedichte und ja, vielleicht sind wir Nerds. Aber zumindest machen wir was, statt zu haten. Also schaut mal vorbei und vor allem, let's go save the birds. Und genau deswegen geht Quentins Save the Birds Kampagne in die 2. Runde. Und natürlich bin ich da auch wieder am Start. Um die Vögelchen. Man kann denen echt so einfach was Gutes tun, indem man denen, so wie Quentin es immer sagt, eine Bude und was zu snacken aufhängt. Beste Ausrede überhaupt. Also falls euch eure Freundin zwingen möchte, Fenster zu putzen, könnt ihr sagen, Leute. Und nicht Leute, sondern Sabine. Ich bin Natur- und Tierschützer. Ich beschäftige mich mit Vögeln. Ich kann die Fenster nicht putzen. Das wäre tödlich. Sorry, Sabine. Das geht nicht. Wir hängen selbstgemachtes Vogelfutter auf. Ja, die Vögel sterben momentan aus, weshalb wir hier sind. Oh mein Gott, das hat uns Beasties geschickt. Guck mal hier. Hey, wie cool ist das denn? Aber damit das klappt, sind wir alle gefragt. Er hat mit einer Spendentour über 20.000 Euro gesammelt und damit hunderte Vogelhäuser bauen lassen. Die gingen gestern innerhalb von einem Tag alle umsonst raus. An euch und auch an Creator, um auf die Aktion Save the Birds aufmerksam zu machen. Also schließt sich uns an, sei bei Save the Birds mit dabei und hängt 2, 3 Vogelkästen irgendwo auf. Die Natur und auch wir Menschen brauchen die Vögel. Und wenn es erstmal still ist, werden wir merken, wie schön das Gezwitscher eigentlich war. Meine Accounts waren dann komplett voll mit Videos, was man machen kann. Ich habe unseren ganzen Garten vogelfreundlich gemacht, Nistkästen aufgehangen, alles, was man eben machen kann. Die ganzen Videos gibt es auf meinen Accounts immer noch. 3 kleine Tipps für den Garten. Nehmen wir Land, der hat 100 Quadratmeter. Mhm. Wenn es geht,
ein paar Bäume pflanzen, wenn das möglich ist. Mhm. Wenn das nicht geht, wenigstens Sträucher. Mhm. Und wenn Sträucher, dann einheimische Sträucher und solche, die Vögel viel nutzen. Da wäre zum Beispiel zu nennen der schwarze Holunder, mhm. Der dann früh im Spätsommer die schwarzen Beeren bildet, die vielen Vögeln als Nahrung dienen. Mhm. An der Hauswand Efeu pflanzen. Okay. Der Efeu blüht im September, mhm. in einer Zeit, wo es kaum noch Blüten gibt. Für die Bienen ist das und hat dann Insekten, da sind manchmal auf einem Quadratmeter Efeublüten über 100 Insekten gleichzeitig. Also ist eigentlich noch wichtiger, als die Vögel zu füttern, Lebensraum für die Insekten zu schaffen, dass die Vögel von allein wieder Futter haben. Beides ist wichtig. Als ich in unserem Garten dann nicht noch mehr machen konnte, weil hier hängen jetzt über 50 Nistkästen und die wurden sogar fast alle auch bewohnt, also sogar diese Klotzbeute ist besiedelt. Das ist ja eigentlich ein Baumstamm, wo meine Honigbienen drin nisten können, so, wo ich einen Bienenschwamm reinmachen kann. Der war halt leer und da war nichts drin und das Loch war offen und dann ist da jetzt ein Kohlmeisenpärchen eingezogen und die brüten da jetzt gerade drin, da sind schon die Eier drin und die kleinen Küken kommen jetzt. Hier zwitschert es auf jeden Fall volle Kanne. Den Vögeln geht es hier wieder gut. Aber wir wollten ja, dass es den Vögeln überall besser geht. Also, Anhänger war voll, alle Freunde zusammengetrommelt in die Kanne und dann ging's los. Haben dann da quasi die Grundstücke überfallen. Die Menschen waren komplett überfordert. In dem Hänger sind jetzt wahrscheinlich knapp 10.000 Euro Vogelfutter und Nistkästen und so drin. Unser Plan ist, wir haben keinen Plan. Heute werden wir die Vögel retten. Digga, ich bin so hyped. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt auch. Ich habe ein bisschen Schiss. Wir retten jetzt die Welt. Oh, let's go, Alter! Ist der Anhänger zu? Eine ganze Batze auf der Straße und Gabri fährt drüber. Erster Stopp, bald. Ja. Erster Stopp? Okay, wir hängen gleich hier mal einen rauf. Wir haben schon den ersten Stopp hier. Nee. So, hier haben wir direkt mal einen kleinen Meisennistkasten. Wieso werde ich jetzt gefilmt? Okay, weiter geht's. Was ist das, Digga? Noah, was habt ihr da gerade gemacht, Alter? Junge Noah! Was? Ich kill dich! Du Wichser. Ich weiß nicht. Du Pfeife, Digga! Ich war es nicht, Digga, keine Ahnung. Nein, es ist rausgefallen. Digga, das ist immer noch offen. Ach ja, das geht ja gut los. Ja. Und er fährt hier auf den Karton drauf. Jetzt hängt sein Nummern zu tief. Oh, und? Oh, wir sind nur 10 Meter weg vom Kopf. Das ist die Frage, wo man anhält. Ja, da gibt es halt leicht stressig, weil irgendjemand hier auf die Wiese. Hier wohnen Freunde von uns und bei denen fangen wir jetzt einfach mal an, weil man muss ja auch erstmal ins Vogelfutter verschenken reinkommen. Guten Tag! Wir machen gerade eine Vogelschutzaktion und oh Gott, das ist so gut! Ich bin wie bei so einem Hallo! Wir wollen die Vögel retten und verschenken ganz viele Nistkästen. Tada! Ist ja cool, Mann! Sträucher auch, oder was? Alles für euch! Wollt ihr ein paar Bären? Ja, voll gerne, Mann! Ja, voll gerne. Eine Johannisbeere. Du kriegst erstmal hier so einen schönen Fettbatzen. Wir laufen dann hier einfach durchs Dorf und klingeln auch überall. Hier. Wenn wir so viel brauchen, die nicht. Alles, das kriegen wir alles. Nein. Hier, wir haben noch andere Leute vor uns. Und auch einen Fettschneemann. Der Vorrat muss aufgefüllt werden. Ja, das müsst ihr alles aufbrauchen. Ja. Ja, okay. Wir brauchen viele Hauswände, wo wir was hinschrauben können. Fünf Nachbarn schauen schon richtig kritisch an unsere. Nee, wenn dann nicht. Da ist einer vorher rausgekommen, hat mich so angeschaut. Den hier, oder? Servus. Wir machen eine Vogelschutzaktion. Wir wollen das Vogelsterben aufhalten. Und wir suchen motivierte Leute, bei denen ihr Sachen im Garten hängen könnt. Alles umsonst. Bitte nicht bei uns. Nicht bei euch? Nein. Vor allem nicht einfach ohne zu fragen. Und bitte mach auch keinen Film von mir jetzt hier. Ja, die sind hier Mieter, die haben die beiden Stellplätze, aber das ist ein Baum. Wie musst du drauf sein, dass wenn ein paar Jugendliche auf deinem Parkplatz stehen und im Nachbargarten Nistkästen aufhängen? Wir haben noch nicht mal den Baum verletzt, wir haben die mit Haken um den Ast gemacht. Dass du dann da so eine Nummer abziehst, also
Kommt man sich da nicht selber irgendwie ein bisschen dumm vor? Wir müssen jetzt den Nistkasten wieder abhängen. Und darf ich auf den Baum klettern, weil wenn jemand runterfällt, Digga, das kann eh doch scheißegal sein. Das Argument war ja richtig dumm. Yay! Und da sind wir wieder unten. Wir verschenken heute den Anhänger, Digga. Und auch wenn 10 Leute uns angasen, dann hängen wir es in den Wald. Dann hängen wir es in irgendeinen Wald, Alter. Das hätte er machen sollen, Anzeigen, weil Nistkasten im Baum gehangen. So eine Anzeige, das kannst du als Urkunde irgendwo reinhängen. Ja, Mann. Das sind theoretisch alles Leute, wo wir klingeln könnten. Wir müssen halt irgendeinen Spot finden, wo der Bus stehen kann, weil wir überfordern, glaube ich, mit 10 Leuten. Auf einmal kommen wir hier in so ein Dorf, die Leute kennen hier. Da sind die Leute überfordert. Team Save the Birds, Alter. Dürfen wir ihnen was in den Garten hängen? Ja, und ihr dürft seine Nistkästen aufhängen. Geil. Die haben wir selber gebaut. Ja, wunderbar. Für den Gartenrundschwanz. Bin begeistert. Vielleicht, es gibt auch motivierte Menschen. Nummer 1 hängt. Hier das mit den Knödeln, die hängen wir gleich noch hin, oder? Wollt ihr auch ein bisschen was für die Vögel in den Garten haben? Ja, freilich. Alles umsonst. Wir wollen die Vögel retten. Das ist schön, das ist eine sehr gute Tat. Guck mal, hier ist der Draht. Der Draht in den Baum gewachsen. Da gibt es gleich wieder Stress, dass man nicht in den Baum bohren darf. Aber eine Schraube ist für so einen Baum nicht schlimm. Ihr müsst nur darauf achten, dass es keine Schrauben sind, die rosten können. Wenn die nicht rosten... Das ist sogar besser, als wenn man eine Schnur drum macht. Ja, weil da wurde mit Draht gemacht, das ist komplett eingeschnürt. Ja. Aber da lieber geht es gleich durch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde eure Aktion richtig toll. Richtig toll finde ich das. Und ich hoffe, ihr habt viel Akzeptanz dadurch. Wir wollen die Vögel retten. Okay, schau mal, hier gibt es erstmal eine Futterstation. Nice. Damit ihr ein bisschen Vorrat habt. Ja, sag einmal. So Halbfüllkästen kann man, kann man am besten unter das Dach hängen, wenn die da gut geschützt sind. Alter. Wir kommen gleich. Die Nachbarn warten schon. Fettknödel Deluxe. Am besten, ihr nehmt nicht diese Meisenschüttel, wo diese Plastikdinger drin sind. Ui. Deluxe Fettbatzen und da kriegt ihr auch noch ein bisschen Vorrat. Ja. Jetzt ist euer Garten super, prepared. Schön, dass wir euren Garten vogelfreundlich machen können. Ja, gerne, gerne. Nistkästen. Ja, genau. Habt ihr hier schon was dabei? Nee, haben wir nicht. Das ist perfekt, dass ich sag. Oh. Die Blumen, überall Blumen. Aber hier war kein einziger Nistkasten. Ist natürlich blöd, ne? Wenn alles blüht, aber keine Hüllen da sind. Willst du einen Fettbatzen? Danke, danke. Guck mal da. Also ich finde es so geil, was wir machen. Wir haben die Strategie geändert. Wir tragen jetzt nicht alles verpeilt in die Gärten, sondern wir machen jetzt Kisten und gehen dann eine Kiste, ein Garten. Danke euch. Als Meisenknödel? Hier, bitteschön. Pauli, ist es gut, dass ich diese ergattert habe hier? Das ist ein Auto anhalten. Hier wollt ihr Vogelfutter? Ein bisschen Vogelfutter haben oder einen Nistkasten. Wir machen eine Vogelschutzaktion. Die Vögel aufhängen. Okay, schade. Schönen Tag. Ich will was sagen. Was ist los? Wir wollen nicht, ja. Dich hier? Echt? Ja, krass. Und das sind für Spatzen und Kohlmeisen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Leute zugehen soll. Die fühlen sich immer direkt übelst angegriffen, als ob ich sie ausrauben will oder so. Die checken nicht, dass es Menschen gibt, die Sachen verschenken, oder? Sind schon, gell? Oder willst du ihnen irgendwas verkaufen? Ja, die sagen immer gleich so, oh nee. Ich will dir Vogelfutter schenken, Alter. Aber wir haben schon wieder Interessenten. Die Nachbarn haben Wind bekommen, dass es hier was umsonst gibt. Futter? Ja, Futter, ja, okay, kriegen wir hin. Hier für die Stare einen schönen Fettbatzen. Fettbatzen? Servus! Und also wir versuchen das Vogelsterben aufzuhalten und verschenken ganz viel Vogelfutter und Nistkästen und so. Wollt ihr was haben? Was kosten die Kinder? Dass ja, wir schenken euch das alles. Das kriegt ihr alles geschenkt. Gibt's ja nicht. Doch. Du warst vorwärts. Ja, wir haben schon wieder Kunden. Kunden, die gar nichts bezahlen, die nur was kriegen. Fett für die Vögel, Alter. Hier noch Vorrat bisschen. Storn haben wir, ja. Alles Gute euch. Dankeschön. Gerne, gerne. Super Aktion.
haben einen ganzen Hänger voll mit Zeug. Das ist schief. Noch ein bisschen Futter für dich. Ein Kumpel von uns hat hier einen Kletterpark oder sagt man einen Kletterwald. Geil! Hochseilgarten. Yeah, der geilste, Alter. Der Hess. Rudi. Wir haben einen Osterhase gefunden. Dabei dachten wir, wir sind die Osterhasen. Was du auch brauchst, ist eine Futterstation, ja, um die anzulocken. Und eine jede Menge Futter. Aus. Vielleicht noch ein Meisenknödel. Eigentlich muss ich doch als Osterhase Sachen verschenken. Ja, irgendwas stimmt gerade nicht. Ja. Jetzt sollen wir Kostüm tauschen. Wir bringen dem Osterhasen halt was. Wir sind wie so die Zwischenhändler, weißt du? Geil, und hier noch mal ein bisschen extra Fett. Rein mit dem Fettklotz, Alter. Futter für die Sauerei. Schmeckt's? So, fest. Schlechter mit einem Strick um den Baum rum oder mit einer Schraube rein? Ist definitiv schlechter mit dem Strick rum. Weil? Weil du ja den Baum quasi dann einmal rundherum abwirkst. Die Frage ist, ob uns das niemand abnimmt hier gerade. Ja. Das ist eine andere Frage. Wir wissen, was wir sagen, von was wir reden. Fledermauskästen kann man auch überall aufhängen. Ein Thema, wo sich noch mal viel weniger Leute mit beschäftigen. Und den kann man hier so einen richtig geilen Kasten hinhängen, wo die drin schlafen können. Jetzt haben wir hier noch eine kleine Vogeltränke. Wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollt, hier noch ein bisschen Infomaterialien. Da kann man was lernen. Aus dem Auge raus. Yes, Digga. Aber möchtest du Gäste haben oder möchtest du Mitarbeiter haben? Pass auf. Oh. Kommt doch mal zum Klettern vorbei. Kletterwald München, Kletterspaß auf höchstem Niveau. Ist denn ihr Werbespruch? Wenn ihr Bock habt auf eine geile Kletterwald-Action. Nein, hör auf. Wiedersehen. Macht's gut. Ja. Ciao. Willst du jetzt noch was mit der Drohne machen können? Ja. Chill mal, Alter. Mach mal Musik. Ja, Musik. Mir ist es aber auch sau wichtig, dass ihr wisst, dass man in der Stadt genauso was für die Natur machen kann. Auf dem Balkon, in kleinen Gartenanlagen. Deswegen bin ich mit Noah dann separat nochmal in die Stadt gefahren. Und wir haben bei guten Freunden von uns auch nochmal ein bisschen was gemacht. Die haben kleine Kiddies. Das ist auch so wichtig, dass die Kinder den Bezug dazu kriegen. Ich würde das hier wahrscheinlich jetzt nicht machen, wenn ich hier nicht auf dem Land aufgewachsen wäre und schon immer die kleinen Babyvögel beobachtet hätte und die mir einfach am Herz liegen. Da Lars und seine Familie, die wohnen hier in so einem richtig typischen Neubau in München. Ihr werdet gleich sehen, da ist für die Natur einfach gar nichts mehr. Moinsen! Hallo! Wir machen gerade eine Vogelschutzaktion. Weil ich habe noch was für dich. Also soll ich jetzt hier was nehmen oder was? Immer da hoch. Wo soll da ein Vogel was zum Leben finden? Hier drin hat sich schon ein Amselnest gebaut. In so einem Busch hat die sich schon ihr Nest gebaut, weil es hier nichts anderes gibt. Drück mal da auf den Knopf. Da, auf den. Okay, reicht, okay. Boah, was für ein Riesenhammer das ist. Und jetzt musst du drücken. Und noch ein Stück. Stopp. Oh, da hast du durchgeschraubt. Und dieses Gitter ist dafür da, in der Stadt hat man ja so Taubenprobleme. Ja. Nicht, dass ihr hier dann nur noch Tauben habt den ganzen Tag. Ja. Und die kommen hier nicht durch. Ja, genau. So, wer will mir noch helfen, ein Insektenhotel für die Bienen aufzuhängen? Ich. Bitte schön. Können wir dort dann den Honig rausmachen? Nee. Da sind nur Bienen drin, die keinen Honig machen. Die Bienen da drin können aber euch auch nicht stechen. Schau, für dich habe ich noch einen Fettbatzen.
Ein richtiger Fettbatz. Und dazu noch so ein Ding. Und das kann man jetzt an die Fensterscheibe machen und dann können die Vögel da auch was essen. Krass. Und jetzt, theoretisch, wenn ihr da drin chillt, kommen die Vögel hin und picken da was. Ihr könnt es angucken. Kommt mit. Ah, perfekt. Draufhängen. Du musst draufhängen. Die sind eine Suppe. Oh, ist schon voll. Au. So. Au. Das war jetzt so blutkehrt. Yes. Super. Hi, ich bin der Lars und aber wo mache ich das Futter jetzt rein? Das Futter kommt hier unten rein, in die Futterstation. So, und die gehen halt von da oben hier runter sozusagen. Da können die ihr Nest bauen, das ist für die Jungen. Ich dachte schon, ich muss da jetzt jeden Abend hochklettern. Nein! Und immer ein Korn. Ja, genau so. Aber das ist halt das Krasse, deshalb ist es voll gut, dass es dich gibt, dass du sowas den jungen Leuten beibringst, weil ich wusste das jetzt auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass da jetzt Futter reinkommt und dass dann die Vögel da essen. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Aber deinen ganzen Scheiß nimmst du schon noch mit dir, oder? In der Stadt aufhängen. Das ist halt so ein bisschen eine Grauzone, ne? Wenn du einfach in der Stadt irgendwo einen Nistkasten aufhängst. Aber ist ja nur mit dem Strick. Einen Tag später habe ich die Nachricht gekriegt. Wir mussten leider alles entfernen, voll schade. Wir haben das jetzt der Katrin gegeben, da wo du gestern auch kurz warst. Genau, damit wir das jetzt nicht wegschmeißen müssen. Und wir werden auf jeden Fall dagegen vorgehen. Die war halt um 6 Uhr in der Früh, stand sie hier an unserem Fenster, hat Fotos gemacht. Das hat mir meine Nachbarin erzählt. Anstatt dass sie einfach bei uns klingelt, macht sie heimlich Fotos und hat das einfach unseren Vermietern geschickt. Ja, die haben eine richtig miese Mail gekriegt. Ja, gab Stress. Konnten alles wieder abbauen. Da haben wir es eigentlich, die Urkunde, die wir uns an die Wand hängen können. Scheiße, Kinder. Du hast es noch gesagt, Mann. Wie musst du denn drauf sein? So, ich habe da die kleinen Kinder gesehen, wie die da mit so einem jungen Dude irgendwie 3 Nistkästen aufhängen. Ich gehe mal meditieren. Da muss uns jemand beobachtet haben, wie ich da mit kleinen Kindern Vogelfutter aufstelle und Nistkästen aufstellen und das war wirklich nicht krass. Diese Person muss dann Fotos von uns gemacht haben. Die haben sich dann bei der Hausverwaltung beschwert. Wenn die das nicht weggebaut hätten, hätten die wahrscheinlich eine Anzeige gekriegt. Die Kiddies haben komplett geheult, weil ich denen erklärt habe, hier, dem einen habe ich eine Vogeltränke geschenkt, hier kannst du dich ein bisschen drum kümmern. Die anderen haben das Futter gekriegt, so die hatten einen richtig, das war total goldig. Die waren richtig motiviert, die Vögel zu retten, die kleinen Kiddies. Und einen Tag später mussten sie es alles wieder wegreißen. Also jetzt läuft da irgendeine Untersuchung. Wie auch immer die Nummer gelaufen ist und was jetzt noch kommt, ob es jetzt da wirklich noch Stress gibt und die Erde abtragen, weil ich ja vielleicht die Folie unter der Dachterrasse verletzt habe oder so und da richtig Probleme noch krieg. Schwamm drüber, die Nistkästen, die wir bestellt haben, kamen. Eine 800-Kilo-Palette mit Bausätzen für Halbhüllen-Nistkästen. Okay, jetzt heißt es packen. Fail! Ja! Noah und Kili haben die angenommen. Kalk, meine ganze Hose. Hä, warum ist da Farbe rum? Wir mussten dann noch auf alle Nistkästen einen Beasties Brandstempel drauf machen. Die Dinger konntet ihr dann umsonst in unserem Shop bestellen. Das war auch eine Aktion, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe 2 Stunden vorher angekündigt, Leute, die Nistkästen sind dann im Shop. Davon gibt es nicht nur eins für euch, sondern 250. So kommt es dann bei euch an. Wir haben insgesamt 20.000 Euro gesammelt und mit einem großen Teil davon habe ich Nistkästen bauen lassen. Okay, da bin ich skaten gegangen. 18 Uhr sollten sie online gehen. Dann rufe ich Noah an. Wollte so wissen, ey, wie läuft's denn? Funktioniert das alles? Weil ich hat Schiss, dass wieder irgendwas nicht funktioniert. Und er so, er antwortet nicht. Ich so, hä, Digga, was los? Gibt's ein Problem? Er so, ja, warte, er hat nicht mehr reagiert. Ich so, Digga, mach's doch nicht so spannend. Sag doch einfach, wie viele Nistkästen noch da sind. Dann haben wir gecheckt. Tausende von euch waren in diesem Shop und haben gewartet, dass die online gehen. 18.01 Uhr ist gestern dieser Nistkasten online gegangen und 18.02 Uhr waren sie alle ausverkauft. Die waren einfach in einer Minute weg. Wie gibt man in einer Minute seine ganzen Daten da ein? Bei der nächsten Aktion brauchen wir 25.000 Nistkästen. Da bin ich gerade noch auf Sponsorensuche. Also, falls du Bock hast, meldet euch, schreibt mir eine Mail. Nach der ganzen Verschenk-Action hatte ich immer noch so viel Zeug übrig. Ich kenne einen coolen Dude, der im Tierheim München arbeitet, in der Wildtierstation. Den habe ich schon mal besucht und dem habe ich gesagt, ey, yo, könnt ihr das Zeug gebrauchen? Der so, ja, komm vorbei. Jetzt geht eh gerade die Babyvogel-Action los. Die haben im Jahr tausende Babyvögel, die großziehen. Vor solchen Menschen ziehe ich auch meinen Hut, Alter. Ich habe da so Respekt vor. Die benutzen ihr Leben, so blöd es klingt, einfach, um sich um diese Tiere zu kümmern. Um kranke, schwache, kleine Babytiere groß zu päppeln, zu heilen, zu reparieren quasi. Die müssen irgendwelche Tiere mit nach Hause nehmen, weil die alle eine halbe Stunde gefüttert werden müssen.
Ich finde es so krass. Der letzte Stop in unserer Reise. Moinsen. Servus. Wer bist du? Jacek, Abteilungsleiter hier Wildtiere. Er ist die Legende. Er ist die Legende. Ja, mega. Schon mal anfangen, ihr macht die Schwalben quasi fangen, ja eh schon immer Save the Birds Aktionen. Ja. Euer ganzes Leben. Häufig Anrufe, ja, ich habe jetzt die Krähe hier geholt und die anderen Krähen haben mich noch attackiert. Ich habe die gerettet vor den anderen Krähen. Ja. Das ist Quatsch, das sind die Eltern, die einen attackieren. Genau. Hallo Brudi! Das sind halt, die Bodenbrot kriegen wir halt auch von Imkern. Oh, jetzt gibt's hier einen dicken Wurm. Oh, jetzt gibt's einen dicken Wurm, mein Brudi. Oh. Ist das geil? Pickt er auch in den Finger? Ja, du läufst den Finger nehmen. Oh, krass. Weißt du, diese Selbstwertaktion läuft seit Monaten. Also, dann hast du mal das in der Hand, was du die ganze Zeit versuchst zu retten, weißt du, wie ich meine? So ein Tier. Gönn dir den Wurm, Habibi, Alter. Rein. Oh, der beißt doch in das Ding auch, oder? Ja, das muss ich aufpassen, dass der nicht das verschluckt. Das ist nicht schlimm. Wie viel kann der essen? Es kann aber sein, dass er dir gleich auf die Hand kackt. Was? Dass er mir auf die Hand kackt? So machen die Eltern halt auch. Aber ist es nicht so mit Wildtieren, dass sie sich zu so an den Menschen gewöhnen oder so? Es gibt Unterschiede. Bleibt der jetzt für immer zahm? Nee. Bei Finken muss man ein bisschen aufpassen, die werden ziemlich zahm. Bei den Drosseln ist es tatsächlich so, was uns die Arbeit enorm erleichtert, bei denen legt sich irgendwann ein Schalter um. Und die betteln, die betteln, die betteln und dann legt sich irgendwann ein Schalter um und dann kriegen die total Panik. Siehst du, jetzt sind die total ruhig. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Ja, der checkt nicht, dass er herkommen muss. Ein riesen Mund. Das ist krass, der Mund ist größer als der Kopf. Das ist eine Gang, hä? Oh Gott! Oh, Babyenten! Nummer 1, jetzt Gruppe Nummer 2. Das sind alles Baby-Oscars. Och, die sind ja richtig wild. Das ist die kleinste. Jetzt gibt's. Oh. Aber du pumpst es ja auch übelst schnell rein. Ja, die Geschwindigkeit macht keinen Unterschied, weil ich bin ja schon im Kopf drin. Der ist super gedehnt. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist gut, ist gut. Ich glaube, ich kann es nicht aufmachen allein. Hallo? Achso, ich dachte, Hilfe. Hier zu deinen Geschwistern. Sind das Geschwister? Hey, jetzt fressen die sich gegenseitig. Nee, die zwei sind Geschwister und der oh mein, was? Die fressen die Picken alle in meiner Hand. Oh, cheap. Kleine Lebewesen. Die werden von alleine oder gehen die nicht raus? Prost. Und die Gastür auf den Grund. Oh nein, ich hab die Füße wieder. Die sind schleimig. Entschuldigung. Für die kleine. Und dann wieder entspannen und wieder chillen. Und ihr macht das jetzt den ganzen Sommer, jeden Tag, das, was wir jetzt machen. Genau. Bei den Enten so 4-5 Mal am Tag. Ich bin Jacek. Ich bin Tierpfleger hier im TH München und aus der Wildtierabteilung und wir kümmern uns um einheimische Wildtiere. Ich sag's immer ungern, aber tatsächlich, wir brauchen halt immer Geld. Also es ist immer ein bisschen blöd, so nach Geld zu fragen, aber das ist halt tatsächlich das Ding. Es gibt leider keine Förderung für Wildtierpflege. Also wir sind sehr auf Spenden angewiesen. Aber ansonsten, ja, weitererzählen. Also wir wollen auch die Energie, die wir haben, dafür verbringen, also aufbringen, Tieren zu helfen. Und viele Leute kennen uns noch gar nicht. Also viele Leute auch in München, die Tiere finden, die suchen relativ lange, wo sie die Tiere hinbringen können. Deswegen weiter verbreiten, erzählen, dass wir das machen und dass es uns gibt. Wenn ihr die Gang supporten wollt, ich packe den Link unter das Video und jeder Euro zählt. Ich hab richtig Respekt davor. Cool, dass du da warst. Auch wenn die letzten 6 Monate oft sehr anstrengend waren und ich oft an meine Grenzen gekommen bin, habe ich unfassbar viel lernen können. Es hat mir gezeigt, dass es noch Hoffnung gibt, dass es noch nicht zu spät ist, dass jeder von uns ab jetzt was tun kann, was verändern kann. Auch wenn es nur die kleine Biene ist, die im Badfenster nicht raus kann und man sie rettet. Ich glaube, diese Frage müssen wir uns alle stellen. Wollen wir in Zukunft auf einem Wüstenplaneten leben oder wollen wir diesen einzigartigen blauen Planeten erhalten? Wir haben nur den und wir werden hier bestimmt auch weiter leben können, aber es wird sich halt herausstellen, wie. Ich gebe weiter Vollgas und versuche, auch wenn es nur kleine Sachen sind, das, was ich in meinem Rahmen machen kann, zu machen. Jeder von uns macht Fehler und es funktionieren Sachen nicht, aber Zitat von Peter Berthold, die Zeit des Forschens ist vorbei, wir müssen jetzt handeln. Ich habe keine Ahnung, wie die YouTube-Algorithmen funktionieren, deswegen bin ich auch jetzt
einfach auf eure Hilfe angewiesen, dass ihr dieses Video an so viele Menschen wie möglich teilt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für die Vögel macht, was ich vergessen habe. Lasst uns connecten, untereinander austauschen. Danke auch nochmal an die Sponsoren. Die Firmen sind auch alle nochmal unterm Video in der Videobeschreibung. Es war das größte Projekt, was wir jetzt so als Species-Team umgesetzt haben. Und am Ende werden wir das Ruder nur rumreißen, wenn wir alle zusammenhalten. Und ich glaube, das ist die Stärke der Menschheit, die wir noch krass unterschätzen. Wir müssen nicht immer gegeneinander sein. Das beste Beispiel sind die Bienen, deswegen faszinieren die mich so. Die arbeiten alle perfekt zusammen, die unterstützen sich gegenseitig, die sehen das große Ganze. Wir sind alle in unseren Ego-Film gefangen und jeder hat sein Daily Hustle, aber wir dürfen nicht aufhören, zumindest es zu versuchen, aus diesem Film rauszubrechen und was zu verändern. Das hier war nur der Anfang, der Weg liegt noch vor uns, aber zusammen haben wir die Power, die es jetzt braucht. In diesem Sinne, Team Save the Birds, bleibt stabil, wir sehen uns. Peace. An euch liegt es, unter Umständen jetzt vielleicht das Ruder doch noch rumzureißen. Wir sliden auf Seas, zu viele hängen noch im Freeze. Heute ist es Save the Birds und morgen Save the Beast. Okay, wir kommen in Peace. I know that you got the keys. Zersprengen dieses Verlies und machen auf Paradies.